werden wir noch welche hinzimmern. So. Und dann reißen wir die mal schön ab. Das ist jetzt wieder eine gute Aktion, hier solche Hochhäuser wegzukloppen. Aber an dieser Stelle hätte ich eigentlich lieber noch gerne Geschäfte stehen, die uns Einnahmen bringen. Schlagzeilen, nein, ein Erdbeben. Verdammt. Wo kommt das? Wo kommt das? Nein, wo, nein, direkt da, mittendrin. Ah, ist das ein Ärger. Ach, hier geht jetzt alles den Bach runter, guckt mal. Die Feuerwehr natürlich auch. Scheiße. Scheiße, jetzt haben wir hier einiges an Trümmern. Guckt es euch mal an. Große Feuerwehrwache, Park and Ride. Jetzt mache ich hier mal langsame Geschwindigkeit. Ist jetzt alles in Trümmer gefallen, weil wir ein Erdbeben hatten. Dammit, das ist ja mal ärgerlich. So, verlassenes Gebäude hatten wir da hinten auch noch eins. Das kommt auch gleich noch mit weg. Da hatten wir irgendwo noch einen Trümmer, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Hat es nur aktualisieren müssen. So, die Gebiete da sind ausgewiesen. Das heißt, die bauen jetzt neu. Ja, das ist schön, wenn die jetzt da neu bauen. Das finde ich klasse. Können wir wieder beschleunigen, oder? Ja, ach nee, wir wollten ja die große Feuerwehrwache noch bauen. Damn it. Dass es die uns weggelegt hat, ist natürlich richtig ärgerlich. Zack. Da steht sie wieder. Und die werden wir auch gleich aufrüsten. So, ja. Also Erdbeben ist wirklich, finde ich, das Dämlichste, was einem passieren kann. Da finde ich es am besten, wenn zum Beispiel Aliens kommen. Die machen nicht viel. Machen wir da mal Löschfahrzeug für Feuerwehrwagen. 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 Dann brauchen wir noch ein Büro des Brandschutzbeauftragten. Das können wir mal da hinsetzen. Und dann natürlich die Chemiebrandfahrzeuge. Bauen wir mal zwei. Und hier noch einen Feuerwehrlandeplatz für 60.000. Ja, den leisten wir uns mal noch. Den setzen wir am besten dahin. So. Da hat unsere Feuerwehr jetzt auch Hubschrauber. Hightech-Brandbekämpfung. Zur großen Feuerwache einen Chemikalienschutz. Landeplatz und Brand. Okay. Haben wir alles. Ja, dann kann die ja jetzt mal löschen hier. Hier brennt es nämlich schon überall. Aber die sucht natürlich noch Arbeiter, ganz klar. Transportmittel kosten uns 8.000. Polizei kostet 8.000. Gesundheit 6.000. Feuer. Müllentsorgung ist auch gerade sehr teuer. Mhm. So, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Wir haben minus 16.000 die Stunde. Das, oh, 66.666 Einwohner. Na, kommt. Dann baut mal schön eure Geschäfte auf. Und dann können wir da vielleicht noch was draus machen. Da haben wir Trümmer. Da haben wir Trümmer. So. Wow. Eieieiei. Ich wollte schon gerade sagen, da ist ein Chemiebrand, da wird unsere Feuerwehr bestimmt gleich ausrücken. Auf Löscheinsatz, aber da ist ein bisschen zu spät gewesen anscheinend. Da haben wir wieder ein verlassenes Gebäude. Reisen wir mal gleich ab. So. 17.000 machen wir die Stunde minus. Wieso denn? Wieso nur so viel? Wieso nur? 64% des Raumfahrtzentrums ist schon erforscht. Ist ja auch mal genial. So, was ist hiermit? Wir können... Wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Ja, hier sind doch viele im Bau, würde ich sagen. Habt euch mal nicht so. Was können wir in dieser Stadt noch verbessern, frage ich mich. Ich habe da nicht so die Peilung von. Der Verkehr sieht im Moment sehr gut aus. Der sieht eigentlich sehr gut aus. Das kann man so lassen.
Aber irgendwie müssen wir die Stadt noch ein bisschen verbessern. Weil minus 17.000 die Stunde, das geht überhaupt nicht an. Brauchen wir zum Beispiel so viel Feuerwehrwache? Ich glaube, so viel brauchen wir doch gar nicht, oder? Wir könnten zum Beispiel hier eine Garage abreißen. Und die Polizei? Ja, wir müssen halt gucken, wo wir ein bisschen einsparen können. Aber ich glaube, irgendwie können wir nirgendwo so richtig einsparen, oder? Kann das sein? Müllentsorgung brauchen wir einfach. Feuer, Gesundheit, Polizei, Bildung, Transportmittel sind halt so arschteuer. Die Parks, die gehen ja noch. Ah, die Transportmittel, die sind auch arschteuer, aber die brauchen wir halt. Ist ja blöd. Park and Ride sind auch bei der Arbeit. Sieht alles soweit ganz gut aus. So, ja. Es wird langsam. Langsam, langsam, aber sicher. Ja, wenn wir die weg, wenn wir die los sind, könnten wir da zum Beispiel die Lagerdinger bauen. Oder hier dann. Wobei die Depots stehen hier eigentlich ganz gut an der Hauptstraße. Ich weiß auch nicht. Ja, die Geschäfte sind natürlich noch alle im Bau. Die Einwohner verlassen irgendwie die Stadt. Aber scheinen irgendwie dennoch ziemlich glücklich zu sein. 77% Sympathie, was haben die hier? Wir brauchen Arbeiter. Ja, habt ihr keine, oder was? Hier sind doch auch immer viele Sims im Unterricht. Sieht auch ganz gut aus. Aber wir müssen irgendwo einsparen. Wir haben einfach zu viele Dinge gebaut, die uns Haufen Schotter kosten. Gerade hier Gesundheit 6.000. Wollen wir dafür wirklich 6.000 ausgeben? Brauchen wir so viel? Brauchen wir so viel Feuerwehrwache? Brauchen wir so viel Polizei? Theoretisch ja, ne? Oh, das ist ein verlassenes Gebäude, sehe ich gerade. So. Das habe ich übrigens schon vorher gesehen, bevor ich auf die Registerkarte jetzt geklickt habe. Nicht, dass ihr euch wieder wundert. Ey, das Video ist asynchron. Das ist nicht asynchron. Also Einwohner will die Stadt. Und irgendwie Nachfrage, Industriegebiet. Einwohner und Industrie. Warum wollen sie gerade das? Industrie muss doch hier oben reichen, das Ganze, diese zwei Blöcke. Das ist doch haufenweise Industrie. Und ich dachte eben, mit Gewerbegebieten kann man die Industrie auch senken, weil die Leute dann hierher arbeiten gehen, oder nicht? Ist das nicht so? Wir machen ordentlich Gewinn. Ja, warum expandiert ihr denn dann nicht? Dichte. Dicht ist doch eigentlich groß genug. Hier steht ja eine ausgebaute Straße. Was wollt ihr damit dicht? Ah ja, ich glaube, ich weiß warum. Ist natürlich blöd, hier Geschäfte zu machen. Die brauchen natürlich ringsrum Straßen am besten. Die müssen halt möglichst drin sein. Was sagt denn die Dichtekarte? Wo haben wir die? Industriekarte, Gewerbekarte. Technologiekarte, Gebäudedichtekarte, hier haben wir es. Ja, da ist natürlich sehr wenig Dichte. Da ist sehr große Dichte. Da ist auch sehr große Dichte. Tendiert zur Expansion, sehr zufrieden. Warum sind die hier nicht so zufrieden? Das frage ich mich. Wollen die vielleicht noch einen Park? Ich probiere es mal mit einem Park. Nicht, dass die da wirklich noch was wollen. Setzen wir mal da noch einen daneben. Vielleicht bauen sie ja dann aus. Ja, es ist schon ein bisschen mehr geworden hier. Die freuen sich schon ein bisschen mehr, den Ast hier. Okay. Ja, vielleicht wächst er jetzt demnächst.
Weil ansonsten reiße ich die ab und wir bauen hier Wohngebiete hin. Und wir reißen dann hier vorne vielleicht mehr Wohngebiete ab. Und setzen da noch solche Verkaufsdinger hin. Zum Beispiel hier könnte man noch welche hinsetzen. Oder hier komplett drin. Oder hier die Wohngebiete könnte man wegmachen. Ah, die suchen natürlich auch schon Arbeiter. Das ist ja blöd. Ja, irgendwie haut hier was nicht hin und ich weiß nicht genau was, was wir da am besten jetzt machen sollen. Also wir verdienen ja genug. Aber noch nicht genug. Oh, die Prozessorfabrik. Hier machen wir noch lange nicht genügend Gewinn. Ja, und einer hat mir auch schon gesagt von euch, dass ich nicht so viel Spezialisierung machen soll, dass die Stadt dafür zu klein ist. Was würdet ihr sagen, wenn wir zum Beispiel hier ein Recyclingzentrum oder beide gar abreißen, wenn wir lieber Müllabfuhr noch hinmachen und eine normale Stadt draus machen mit nur Industrie? Aber wie baut man dann eine andere Stadt auf, die sich nur auf Spezialisierung konzentriert? Zum Beispiel, wo wir wirklich zwei Prozessorfabriken hinstellen können oder drei. Darf man da dann überhaupt Industrie bauen? Weil wenn man Industrie baut, gehen die Leute ja dahin arbeiten und nicht mehr dahin, oder? Beziehungsweise, wenn man eine Stadt aufbaut, jetzt eine andere zum Beispiel, und wir nehmen da zum Beispiel Einwohnergebäude hin, kann ich dann nur Spezialisierungsgebäude hinbauen und das senkt dann die Industriegebietnachfrage? Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht genau, wie man eine reine spezialisierte Stadt aufbaut, weil ich würde schon so eine reine spezialisierte Prozessorstadt aufbauen wollen. Ist nur die Frage, wie man das da am besten angeht. Da habe ich nicht so die Peilung von, um ehrlich zu sein. Und ich bräuchte, wie gesagt, noch so eine Prozessorfabrik. Wobei, wir könnten hier noch eine reinstellen. Das ginge vielleicht auch. Dass wir so Depots vielleicht verlagern und sagen, so ein Depot kommt vielleicht, keine Ahnung, hier oben dann mit hin oder dahin. Dass wir hier am Rand so die Depots aufbauen und hier drin dann noch, ja, so Prozessorfabriken und sonst was. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Müssten wir dann aber erstmal die Kohlekraftwerke abreißen. Was sagt jetzt eigentlich die Regionsansicht? Ich will die Solaranlage bauen. Ach, die wird schon gebaut, alles klar. Phase 1 von 2. Die brauchen Plastik. Ressourcen schicken. Ressourcen schicken, Legierungen und Prozessoren. So, bitte schickt dahin alles, was ihr habt. Wir wollen ja das Ding hier vorantreiben. Und deswegen würde ich jetzt hier sagen, wir hören auf mit Importieren. Zum einen stellen wir den Import ab. So. Zum anderen stellen wir hier lokal verwenden Prozessoren, lokal verwenden Legierungen, lokal verwenden alles. Zack. Und dann werden wir jetzt hier die Solaranlage bauen. Da haben wir jetzt auch alles bei lokal, nicht wahr? Ja, das sieht gut aus. So, sehr schön. Schauen wir nochmal in die Regionsansicht, ob die schon was geschickt haben, ob da was funktioniert. 0 von 115.000 Plastik. Ah, yeah, da brauchen wir wirklich viel. Stadtansicht, jawohl. Na dann fangt mal an zu schicken hier, was das Zeug hält. Transporter 3. Oh, der hat noch nicht mal alle Transporter. Spendieren wir dem noch einen. So. Und der war ja schon ausgebaut. Jawohl. Die können ja fleißig Plastik und sonst was jetzt dahin schicken. Aber ich glaube, die schicken es nur an die Depots, oder? Kann das sein? Und die Depots müssen wir dann mit Transportern bestücken. Zu den Herstellern und Konsumenten. Ja. Ich glaube, da müssen wir hier noch ein paar bauen. Das machen wir mal aus. Das bauen wir mal aus, meine ich. Da noch ein Handelsding hin. So.
damit da einfach mehr rausgeht. Das haben wir schon komplett ausgebaut. Jawohl. Sieht gut aus. Dann können die doch jetzt alles rausschicken ans Solarkraftwerk, was geht. Wir können uns zur Not noch Kredite nehmen, können uns aber jetzt auch eine ganze Weile über Wasser halten mit den, mit der Kohle, die wir bis jetzt haben. So, Max's Man kann in der Zeit mal wieder auf Achse gehen sozusagen. Der kann ja auch was tun. Müllentsorgung, ja, okay. Ist wirklich ein dickes Problem auch, die Müllentsorgung. Da brauchen wir auch noch, wie gesagt, ich würde am liebsten eine Stadt bauen, die sich rein auf Spezialisierung und Müllentsorgung konzentriert. Recycling hoch 10 und ich weiß nicht, ob sowas geht direkt. Wir haben hier auch noch viel ungenutzten Platz, wenn ich das so sehe. Aber wieso ist der Industriegebiet hier so hoch gewünscht? Das verstehe ich nicht. Einwohner sind gewünscht und Industriegebiet. Aber Einwohner kann ich jetzt nicht noch bauen, dann haben wir natürlich noch mehr Verluste. Da müsste ich zuerst das Industriegebiet erhöhen. Ah, das will ich jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, das will ich nicht. Müllabfuhr könnte man vielleicht hier nach innen verlagern. Und die Depots dann hier draußen der Reihe nach hinten klatschen. Aber das machen wir dann später, wenn wir wieder Kohle haben, wenn wir wieder flüssig sind. Im Moment lassen wir die Stadt einfach mal ein wenig laufen. Der Grund, zu viele Verbrechen, ja, das können die sich doch auch an den Nagel schmieren, an den Hut krallen. Wir haben zu wenig Kunden. Ja, toll. Industriegebiet Hightech, was brauchen die? Wir sind böse, dass wir keine Facharbeiter hatten. Ihr habt doch hier Studenten, sagt mal. Was haben denn die sich so? Wir können ja mal gucken, ob wir es ausbauen können. Wir können zum Beispiel hier noch eine Medizinuni oder eine juristische Uni hinbauen. Dann wären es vielleicht weniger Kriminelle mit im Laufe der Zeit. Das probieren wir doch mal glatt aus. So, hierhin, nicht wahr? Ja. Zack. So, hätten wir das. Und wollen die vielleicht das andere auch gleich noch haben? Ach, das ist nicht genehmigt. Dann müssen wir erst wieder einen Upgrade machen. Beziehungsweise einen Upgrade schaffen. Ja, wir können in einer Stadt nicht alles. Wir können keine Uni-Stadt bauen mit Spezialisierung, mit Recycling, mit Industrie. Das ist alles irgendwie dann nicht richtig passend. Ey, ich wollte doch hier gar nicht bearbeiten. Ey, meine Maus hängt gerade auch ziemlich. Was ist denn hier los? Sollen wir wieder rauszoomen? So, da. 2800 Studenten. Unterricht für 3142 Sims. Das war letztens, glaube ich. Max's Man ist natürlich da am Start. Der ist immer am Start. So, und es wird wieder Nacht in SimCity so langsam. Okay, die Stadt, die wächst. Aber wie gesagt, wir haben noch einige Problemchen hier mit zu kämpfen. Gerade mit diesen vielen Verlusten, die wir pro Stunde machen. Aber ich will ungern noch Industrie bauen. Geschlossen, Mitarbeiter gesucht, Mitarbeiter gesucht. Die suchen alle Mitarbeiter. Ohne Ende. Das heißt, brauchen wir mehr Schulbusse oder wie oder was? Was brauchen die? Sagt mir mal Bescheid hier. Stellen wir da mal noch was hin. Ein Bus, der abholt. Da können wir noch einen hinstellen und da auch. So einfach, dass mehr abgedeckt ist hier. So, ein bisschen mehr zumindest. Eieieiei. Max's Man, der steht schon wieder bloß blöd rum. Den schicken wir wieder auf Arbeit. Schauen wir mal kurz in die Region rein. Was sagt denn jetzt die Solaranlage?
So, 1000 Kisten Plastik haben wir schon geliefert, 20 Legierungen, 20 Tonnen, 1500 Prozessoren von 45.000, eieiei. Das dauert, wie es aussieht. Da müssen wir uns wirklich beeilen hier. Na, guck mal, wir machen jetzt ziemliches Minusgeschäft, das ist nicht gut. Da muss ich langsam überlegen, ob wir es schließen. Aber das würde ich sagen, mache ich beim nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und bis dahin, bleibt mir treu und bleibt, wie ihr seid. Dann ist es bis zur nächsten Folge auch nicht mehr weit. Bis dahin, Aloha, ciao, euer Keturio.